Anlässlich der Eröffnung des Verkehrspsychologischen Labors am 22. März 2011 präsentierte die Projektleiterin, Frau Professor Demel, die neueste Errungenschaft der Universität Magdeburg. Im Institut für Arbeitswissenschaft, Fabrikautomatisierung und Fabrikbetrieb befindet sich von nun an ein moderner Fahrsimulator, mit dem verkehrspsychologische Experimente durchgeführt werden können. Nach der feierlichen Eröffnung setzte sich unser Rektor ans Steuer, testete den Simulator im Highspeed-Bereich und zeigte deutlich seine Begeisterung. Durch den Simulator, bei dem Parameter wie das Lenk- und Bremsverhalten oder die Risikobereitschaft des Fahrers aufgezeichnet werden, wollen die Wissenschaftler zeitgemäße Unfallforschung betreiben und die Verkehrssicherheit testen. Dafür kann das Wetter oder der Gegenverkehr individuell beeinflusst und jede Strecke, ob Landstraße, Autobahn oder Stadt, erstellt werden.